Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen Daily Vlog, meine Freunde. Freitag! Yeah! Endlich ist Freitag, oder? War irgendwie eine lange Woche, aber eine schöne Woche. War eine schöne Woche. Doch. War eine schöne Woche. So, ja, abschließend zur Woche bestelle ich noch etwas. Und zwar haben wir beschlossen, jetzt schon mal Winterreifen zu kaufen. Weil wir gedacht haben, die letzten paar Jahre haben wir immer Winterreifen gekauft, wenn es dann schon fast zu spät war. Also im Winter dann, also wenn man dann wechseln sollte. Und ja, meistens ist ja die Nachfrage nach solchen Reifen immer relativ hoch. Deswegen haben wir diesmal gedacht, ach, wir bestellen diesmal früher Winterreifen und gucken mal, ob die günstiger sind. Und ich habe auch schon welche rausgesucht. Ich habe jetzt mal geguckt, was für Winterreifen wir uns da holen. Also mir ist wichtig, dass es gute Winterreifen sind. Ich finde, Winterreifen sollten immer gut sein. Über Sommerreifen kann man immer ein bisschen drüber reden, ob man sagt, ja, vielleicht dann eher etwas schlechtere Reifen, weil da ist es ja nicht so kritisch wie jetzt bei Schnee. Vor allem bei uns liegt sehr viel Schnee im Winter, also zumindest die letzten paar Jahre. Deswegen Winterreifen, immer gute Reifen. Und ja, ich habe jetzt den Testsieger auf Schnee gefunden für unser Auto und die werde ich jetzt bestellen. Ich habe mal hier so der kleine Klicki oder so und dann hier und dann. Okay, also ich habe mir jetzt die Reifen rausgesucht, wunderschöne Reifen, davon brauchen wir 4 Stück, vorne 2, hinten 2 und Leo, alles ist gut und genau, Kontodaten habe ich schon angegeben, sehr gut, ist auch wichtig, sind auch nicht so teuer, habe ich jetzt gar nicht erwartet, also wie gesagt, wir hätten normalerweise 120 Euro die Reifen bezahlen müssen, also letztes Jahr haben 120, oder vorletztes Jahr, also auf jeden Fall die letzten Winterreifen haben 120 gekostet das Stück und jetzt kostet sie nicht mal 100, also das ist schon ziemlich nice. Und genau, so, dann bestellen. Hä, sind jetzt schon die Reifen? Das wäre jetzt schon ein krasser Zufall, wenn das jetzt schon die Reifen sind. Sind das schon die Reifen? Ich glaube, das sind die Reifen. Leo, wo ist er? Ja, krass. Die sind schon da. Schaut mal. Amy und Leo, die Reifen sind schon da. Die super Winterreifen. Ja, voll geil, guck mal. Boah, was für ein Profi. Aber. Hä? Das ging echt schnell. Das war mega. Ja, krass. Ja, was machen wir jetzt eigentlich mit den Dachboden lagern? Ja, auf jeden Fall müssen wir die jetzt dann demnächst auf die Felgen ziehen. Die kommen dann auf die Felgen da. Auf die da. Aber ansonsten müssen wir jetzt einfach irgendwo hinlegen. Hier stehen sie ein bisschen weg, damit sie nicht komisch geformt werden. Krass, die sind schon da. Das macht mich platt. Gehen wir wieder hoch. Yeah! So. Ja. Zurück auf den Knarzi. Verblüffend, wie schnell heutzutage Sachen bestellt werden können. Krass, das hat jetzt nicht mal eine Sekunde gedauert. Ich habe Stern geklickt und kurz danach waren die Reifen schon da. Verrückt, was heutzutage alles möglich ist. Ja, super. Okay, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schöne Reifen. Mal gucken, wann wir die draufziehen können. Ich hatte letztens Instagram schon gepostet und gefragt, welche Felgen soll ich nehmen? Und da habt ihr da für die rechten euch entschieden, also für die ich euch vorhin gezeigt habe, also eben gerade. Und ja, sehr faszinierend. Passt ja dann. Und heute aber kommen die Sommerreifen drauf schon. Also die Winterreifen, die kommen jetzt nicht drauf, logischerweise. Die kommen erst dann im nächsten Winter wieder drauf. Aber ist das auch schon mal abgehakt. Das ist gut. Das ist schon mal fertig. Da muss man sich nicht dann um Winterreifen kümmern, wenn sich alle um die Winterreifen kümmern. Das ist immer sehr, sehr, sehr praktisch. Und wie gesagt, es war wirklich günstiger. Kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr euch mal Winterreifen kaufen solltet. Schaut doch mal im Frühjahr nach. Es sind dann natürlich nicht die neuen neuesten von Jahr 2019, aber die kriegt man sowieso meistens nicht dann. Aber ja, von 2018. Und die sind gut. Die sind sogar sehr gut. Ich glaube irgendwie 2,2 oder 1,8, glaube ich, war die Note von auf Schnee, also Bestnote von allen bisherigen Reifen. Ja, also wirklich sehr gut Reifen. Bin ich schon gespannt. Freue mich schon damit zu fahren. Aber jetzt muss ich erstmal ein halbes Jahr darauf warten, bis wieder Schnee liegt. Mist. Naja, ist dann so.
Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.